So, hello and welcome back to another episode of Risen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 20 von Let's Play Risen. Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen. Nein, ich liebe Spiele. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, okay. Ups. Du redest ja nicht mehr mit mir, Oscar. Was sagt eigentlich die Rachel? Übrigens. Esteban weiß jetzt von der Geschichte mit Bruger. Ach, du Mistkerl, musstest ihm das wohl unbedingt erzählen, was? Das merke ich mir. Mach ruhig so weiter, wenn du dir massiven Ärger einhandeln willst, Bürschchen. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Ich auch, ich nehme gerade die 20. Folge von Let's Play Risen auf. Haha, so. Ja, schön, dass du jetzt automatisch speicherst. Nach 2 Minuten Spielzeit, nicht normal. Kämpfer. Fincher. Ah, okay. Die Sache mit den Artefaktkisten am südöstlichen Tempel hat sich erledigt. Gut, dann verfolge jetzt weiter deine Aufgaben. Ich überlege mir in der Zwischenzeit, was als nächstes zu tun ist. Okay. Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Ja. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran, wie der Wolf an seine Beute. Wie der Tag Wolf! Für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Oh mein Gott. Das. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Okay. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Okay. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Okay, was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Okay, wie kann ich dir helfen? Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder noch schlimmer. Allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Okay, mach wieder. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Sehr also gerne. Erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Keine Sorge. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Mach ich. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Okay. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar?
Klar. Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wenn du wirklich so gut bist, wie du behauptest, wird es für dich ein leichtes sein, ihn zu finden. Denn wenn du es nicht schaffst oder gefangen genommen wirst, hat sich die Sache sowieso erledigt. Oh. Ich werde meinen eigenen Mann nicht in Gefahr bringen, nur weil ich dir seinen Namen genannt habe. Okay, dann müssen wir halt selber. Fincher. Gut. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Ach, nein, echt. Stellt sich das mal einer vor. So, jetzt haben wir uns bei der Rachel auch schon unsympathisch gemacht. Auf zur Hafenstadt. Hallo Ricardo. Lasst uns hingehen, Leute. Mit dem Namen. Hoppala. Gehen wir mal querbeet ein. Mit dem namenlosen Detlef. Chewbacca ist verhaarig. Chewbacca. Chewbacca ist verhaarig. Chewbacca. Oh, ich wollte gerade angreifen. Chewbacca ist verhaarig. Chewbacca, chupi chupapacca. Ich glaube da lang. Nein, da lang glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man dorthin kommt, aber ich gehe mal in da lang. Wir müssen zur Hafenstadt. Die Stadt, die einen Hafen hat. Wir können noch mal kurz mit Neil reden. Hey, Neil! Hey! Hey! Hey, Neil! Ja, okay. Dann war es da lang. Dann müsste nämlich dort unten der Bauernhof sein. Yay! Da unten sehen wir ihn, den Bauernhof! Jetzt probiere ich die Kackviecher nochmal, aber vorher speichere ich hier ab. So. Zack, im Laufen gespeichert. Im Laufen die Waffe gezogen. Komm her, meine Süßen. Eins, zwei, Chaka. Eins, zwei, drei, Chaka. Ich sagte Chaka. Machst du Chaka? Das ist der dritte. Da. Fertig gechakert. Steck die Waffe. Steck. Oh, ich hab den dritten. Scheiß auf den dritten, so. Grünblatt, ja. Könnte sich was bringen. Den Ring könnte ich auch mal verkaufen, aber. Braut ne Münze. War jetzt gerade nicht. Beere, wächst überall. Njam, njam, njam. Let's eat. So. Bisschen was gefuttert. Irgendwie hat gerade die Maus gepackt. Ich hoffe, man hat es nicht so bemerkt. Aber wenn ja, dann... Naja, egal. Dann schau ich mal. Und hier ist mal wieder Grünblatt. Und Kraut. Dann sind wieder diese komischen Schmetterlinge. Krallenfalter. Mama, ich habe Angst vor Schmetterlingen. Das sind keine Schmetterlinge, das sind Krallen, feierte mein Kind. Okay, Mama. Na, bitte. Gerne, mein Kind. So. Man denkt, Folge 20 schon, Leute. Meine lieben Freunde und Freundinnen und Freundinnen. Wir sind schon 20 Folgen lang unterwegs hier. Hafenstadt und wo geht's da lang? Hafenstadt. Gehe ich jetzt in die Hafenstadt? Ich gehe mal zuerst in die Hafenstadt. Muss zwischendurch auf die Uhr schauen. Aha. Heilkraut. Mit dir rede ich noch nicht.
Ah, Bären, lecker. Ist das ein normaler Wolf oder ein Schwarzer? Ist der alleine? Bist du alleine? Ja, dann. Gib mir deinen Zahn, Sven. Oder wie auch immer Wölfe heißen. So, ein bisschen Blümchen pflücken und weiterlaufen. Wir müssen auch ein paar Wölfe. Die haben uns. Ne, die haben uns nicht gesehen. Dann schauen wir mal da lang, durch diese schöne Schlucht. Hallo Schlucht. Da ist ein Oger. Da ist noch ein Wolf. Ich gebe dir 5 Punkte. Für deinen Zahn, für diese Landung. Lauscht mal ein bisschen der Musik. Mir gefällt die irgendwie. Das sind auch Wölfe. Hafenstadt, okay. Ist ja nicht. Ach komm schon. Einmal. Was denn? Dackers, fressi, fressi! So, dann töten wir mal ein paar Stachelratten. Einmal. Zweimal. Okay, Detlef war kurz aus der namenlose Detlef war kurz aus der Puste. Das sind Wölfe. Die lassen wir jetzt mal. Müssen ja nicht so brutal sein. Das sind Geier. Warte, jetzt schaffe ich die jetzt. Ja. Drei. Mit einem Schlag. Cool. Ja. Kannst du bitte aufhören auszuweichen? Wäre das bitte möglich? Na. Legst du dich schlafen? Böses Vögelchen! Hm, lecker Fleisch! Haben wir schon lange nicht mehr gesammelt. Oh, noch mehr Fleisch. Und da sind Bären! Die nehmen wir natürlich auch mit. Drüben Schleierling. Hafenstadt. Oh. Sorry. Jetzt zieh die Waffe! Wolltest du mitbeißen? Sag mal, was soll denn das sagen? Schauen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen. Hafenstadt. Mana-Wurzel. Dann haben wir hier eine Riesenlust. Und die Stachelschwein. Und eine tote Frau. Was wolltet ihr mit der toten Frau? Mit der toten Leiche. Was hat's mit der... Böse Stachelratten. Hm, Wichtelkappe. Okay. Geschafft. Na wohl. Bitteschön. Wow. Wieso eigentlich? Aber die könnt ihr was machen? Waffen habe ich in dem Bogen. Zack. Cool. Ist ja sehr schön. Fleisch. Und Pilze. Und dann quatschen wir mal den Typen davon an. Sagen wir mal kurz: Hallo. Na, wer bist denn du? Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Ja, deshalb will ich ja rein. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Ja, ich die bin halt nicht so sind direkt doof. Der Inquisition in die Arme gelaufen.
Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Ich muss aber irgendwie wieder raus, also. Nee, danke. Lass mich erstmal ein bisschen was braten. So. Ja, lecker Fleisch! Riecht schon mal nicht schlecht. So. Nein. Noch ein Stückchen mehr. Ein Stückchen höher ziehen. Jawoll! Yay! Ich hab Bogenschießen gemacht! Ich nehme mal wieder den Richtstab wieder. Eins, zack. Und dann die Mana-Wurzel! So! Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in die Stadt rein? Mein Rein ist ja kein Problem, aber wie kommen wir dann wieder raus? Kraut. Nice, nehmen wir mit. Stein, geh mir aus dem Weg, ich muss da vorbei. Lass mich da durchbauen. Ich mag die Wölfe begrüßen. Hallo Schatzis! Einmal! Oh. Alter! Da. Ja! Ja! Boah. Nein, böser Hund, böser Hund, böser Vorfahre des Hundes. Schau, da drüben liegt Fleisch, das kannst du haben. Nein, böse, 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 böse. Genau, mach ihn fertig. Einmal ein Rundgang. Nee! Ja, wer steht noch? Vielen Dank! So. Danke, Leto! Mann! So, meinen Heiltrank wieder trinken. Mal wieder speichern. Meine Mana-Pflanze pflücken! Da lang wollte ich schon. Was dort drüben so auf uns wartet. Ah ja! Fleisch! Ist da eine Kiste vielleicht für uns? Ja! Entschuldigung. Was war das für ein Geräusch? Naja, pflücken wir mal ein paar Beeren. Das Geräusch ist mir zwar nicht so ganz geheuer, aber egal. Hafenstadt. Okay, Hafenstadt. Jetzt stellt sich uns immer noch die Frage, wie rein aus der Hafenstadt? Also, rein ist ja die kleinere Sache. Aber wie kommen wir da wieder raus? Mana-Wurzel. Hallo Mana-Wurzel. Ich pflück dich mal. Fuck, drei und eins. Aus zum Ausweichen! Oh, kackhungriger Wolf, ich! Weißt zwar nicht, wie ich dich jetzt getroffen habe, aber danke, dass du gestorben bist!
Manometer, jetzt kann ich wieder Grünblatt einmal futtern, zweimal futtern, Fleisch futtern. Kraut lassen wir jetzt, brauchen wir jetzt nicht, Ladepflanze, Heilwurzel futtern und Heilpflanze futtern. So, meine Güte, Mann. Oh, das war. Huiuiui. Also wirklich. Was bist denn du für ein Viech? Ja, ich lass dich in Ruhe. Ich wollte nur wissen, was du bist. Jo, der eine sagt, ja, ein Grünblatt. Deine Typ, der Leto. Tschüssi. Der Leto hat uns ja gesagt, ja, er lässt uns rein und Druidenschleierling. Und ja, die Regeln sind halt so, wer rein will, kann rein und... Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist okay. Ein ganz harter Kerl, was? Total. Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin, das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Na cool, danke. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Danke für die Info, mein Freund. Stan. Stan Marsh, vielen Dank. Grabmotten fechten. Ich hab mal noch. Komm! Oh. Ja. Zack! Wutsch! Wutsch! Könntet ihr euch bitte beeilen mit dem Sterben? Das ist ja nicht zum Aushalten, ihr euer. Minze! Komm zu Papa! So. Dann müssen wir uns also noch überlegen, wie wir in das Kraut rein, in die Stadt. So kommen, dass wir wieder rauskommen. Noch mehr Minze. Ist in Kisten irgendwas drin? Hallo, würdest du bitte... Oh, da liegt... Kann man machen. Kann man ja machen. Muss man aber nicht, so. Kriege ich die Riesenlust noch bitte? Ja! Die verdrücke ich dann mal gleich wieder. Und die Wichtelkappe, oder? Geschicklichkeit plus 1 kann man immer brauchen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Cool. Da ist halt noch mehr Riesenlust. Da kriege ich ja Riesenlust da mal zu speichern. So. Und da reinzugehen. Ja, wer lebt ganz schön viel. Und? Lässt du mich da reingehen? Okay, ein bisschen dunkel, aber... Ich gehe wieder raus. Ist mir zu dunkel. Ist mir fucking zu dunkel hier drin. Schauen wir in der nächsten Folge. Oh nein, 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 nein. Da geht man nicht lang. Da steht die Wache, hat er gesagt. Da steht die Wache, das gefällt mir nicht. Da sind Wölfe, das gefällt mir auch nicht. Ja. Freunde des Eierkuchens. Was machen wir jetzt? Warte, was sagst du denn? Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Du willst in die Stadt? Dann geh nicht zum Haupttor. Da stehen die Weißen, die fangen dich sofort ab. Versuch's lieber am Hintertor im Südosten. Okay, wenn du Leto ein paar Goldstücke in die Hand drückst, wird er dich reinlassen. Danke für den Tipp. Ja, reinlassen ist jetzt hier kein Ding, aber... Wie sieht's mit dem Rauslassen aus? Das ist die andere Frage. Wie kommen wir aus dem ganzen Scheißkaff dann wieder raus? Du! Ha, wie machen wir das? Lass uns noch ein bisschen nachdenken. Hey, danke fürs Speichernspiel. Sehr lieb von dir. So, Hafenstadt. Lichtung. Auf Lichtung, Hafenstadt. Wir laufen. Ho, wir laufen.
Ein Häuptling. Ja. Ja. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ja. Oh, wie süß. Ja. Der hat ja ganz schön Bums drauf. Ja. Aua. Ich hasse es, wenn ich wieder sehen kann. Puh. So, Häuptling. 2 von 5 Werkzeugbeutel, cool. Mana-Pflanze. Und da trinken wir jetzt mal. Jetzt mal 8 Pilze. 3, 3, 4. Komm schon, friss dich satt. Friss. Biometer, ey. Die waren ja ganz schön harte Brocken, die Jungs. So. Wenn ich die Tränke so gut wie es geht sparen. Und die Zauber. Ah ja, so ist das Leben halt. Man muss sich halt mit Pflanzen vollfressen. So können Vegetarier gar nicht so ungesund leben. Oh, eine Leiche. Okay. Schwert. Schaufel. Teller. Pokal. Was ist denn das? Achso, eine Spitzhacke. Noch eine Leiche. Mit Ruhe. Mit Ruhe, ich sagte mit Ruhe. Kleiner Bernstein. Okay. Dann haben wir mal wieder ein bisschen was angefunden. Schwert, so. 3 Gold, den krieg ich von dir. Da geht's ganz schön weit nach unten. So. Ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt mal hier absichern. Absichern. Mich hier absichern. Da noch ein Blümchen gepflückt. Speichern. Und dann in der nächsten Folge sehen wir uns dann genau hier wieder. Und dann gehen wir halt zu diesen Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, und schauen, dass wir in die Hafenstadt reinkommen und versuchen dann auch irgendwie wieder rauszukommen. Werden wir schon irgendwie schaffen. Warte, geht's da rauf? Die Neugier ist zu groß. Ich muss es tun. Ach so. Na gut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen mit dem Namen Dosen Detlef. Ihr könnt noch immer in die Kommentare runterschreiben, wie der Typ heißen soll. Wollte ich jetzt nur mal ganz kurz angemerkt haben. So. Cool. Ja. Dann macht's gut, meine Freunde und Freundinnen und alle miteinander. Tschüssi. Kopski.